Nicht nur das Jahr, sondern auch die Europa League neigt sich für Rapid dem Ende zu. Vor dem Abschlussspiel heute Abend bleibt noch Zeit, um ein wenig über das Geschehene nachzudenken. Für mich persönlich hat es eigentlich gar nicht schlecht begonnen. Ich denke, dass ich gegen Rosenborg zu Hause ein gutes Spiel gemacht habe, auch das Tor gemacht. Und leider haben wir da nicht gewinnen können. Gegen Kharkiv war für mich auch eine ganz gute Partie, aber wenn man natürlich nicht gewinnt, dann kann man mit der eigenen Leistung natürlich schwer zufrieden sein. Und dann war das Spiel gegen Leverkusen, was natürlich verheerend war, wo wir einfach keinen guten Tag erwischt hatten, ich persönlich auch nicht und wo ich nicht gut war, das weiß ich auch selber und seitdem habe ich auch nicht mehr in der Europa League spielen dürfen leider, aber vielleicht komme ich im letzten Spiel ja nochmal dran. Positiv denken vor dem Spiel, bei dem es für Rapid auch um die Ehre geht. Mit 0 Punkten wollen sich weder Markus Katzer noch seine Kollegen aus der Europa League verabschieden. Die gesamte Saison ist bislang ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, die Höhen waren auf jeden Fall, wie wir in die Europa League gekommen sind. Ich glaube, die zwei Park-Spiele waren toll, waren sensationell, überhaupt das Heimspiel. Die Europa League selber war natürlich sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, man muss sehr selbstkritisch sein. Ich war mit mir selber auch nicht zufrieden in den letzten Wochen. Man muss einfach sich dann wieder den Fokus holen, sich hundertprozentig auf Fußball zu konzentrieren und wieder die Sachen machen, um wieder 100% Leistung bringen zu können und wieder zu den alten Stärken zurückzukommen. Damit das gelingt und sich die Mannschaft nicht zu sehr hinunterziehen lässt und in negativen Gedanken versinkt, hat Trainer Peter Schöttl reagiert und Veränderungen im Kader vorgenommen, um seine Elf wieder aus der Tiefe zu ziehen. Wenn es nicht läuft, ist es klar, dass der Trainer Veränderungen vornimmt. Und da geht es nicht um persönliche Geschichten, ob einer spielt oder nicht, sondern da geht es einfach nur darum, um den Mannschaftserfolg, dass er jetzt mich rausgenommen hat, damit muss ich leben. Das ist okay. Wenn es der Mannschaft hilft, ist das der richtige Weg. Ausfällt, muss der Rest der Mannschaft den Weg zum Erfolg heute wieder alleine suchen. Für Rapid oftmals ein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Doch das muss sich ändern. Will Grün-Weiß wieder auf die Erfolgsspur zurück. Der Steffen ist unser Kapitän. Der Steffen hat eine ganz starke Persönlichkeit. Ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Allein wenn er nur beim Training da ist, ja, egal in welcher Verfassung und wenn er nur Runden läuft um den Platz, weil er gerade verletzt ist, merkt man schon, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Er ist einfach, an dem er sich anhalten kann, aber wir müssen auch lernen, ab und zu ohne ihn spielen zu können und das denke ich, ist auch möglich, aber das war in den letzten Wochen leider nicht so der Fall. Stärke bedeutet für Rapid daher heute eine gute Teamleistung. Also ich kann jedem versprechen, wir werden Gas geben und werden noch alles geben und werden schauen dann, was dabei rauskommt, aber hoffentlich 3 Punkte. Auf der Jagd nach der gewünschten Beute heißt es heute Kampfgeist an den Tag legen und natürlich Biss zeigen. Ne? Und jede Menge Biss wird für Rapid auch nach dem Ende der Europa League nötig sein. Den Meistertitel wollen sich die Grün-Weißen nämlich nicht wegnaschen lassen. Also ich denke, dass wir jetzt sehr, sehr viel erlebt haben, dass sehr viel passiert ist. Ich denke, dass die Winterpause ganz gelegen kommt. Wir müssen halt schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich jetzt mitnehmen, dass wir nicht ganz weit weg von der Spitze sind und dann können wir im Frühjahr neu angreifen. Und ich denke, dass wir im Frühjahr genug Kraft sammeln können, da auch noch vorne mitzumischen zu können. Statt einem Auf und Ab soll es fortan wieder bergauf gehen. Am besten ganz nach oben, zurück zu alten Erfolgen.